Kommen wir zum anderen Thema, Terror und Sicherheit. Wie ist jetzt im Moment die aktuelle Lage? Gibt es ein Risiko, dass etwas passiert wie in Berlin zu Weihnachten? Wir haben Gott sei Dank mit einer gut international vernetzten Polizei, insbesondere mit unserem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, eine gute Ausgangslage bisher gehabt, die Bewegungen sehr lang zu beobachten, zu sehen, Fall Graz, Fall Wien, dass wir die Leute frühzeitig aus dem Verkehr ziehen können, dass wir auch bei Anfangsverdächten mit der Staatsanwaltschaft sehr, sehr gut kooperieren können, um dort also die Maßnahmen setzen zu können. Und bisher ist uns Gott sei Dank gelungen, Verdächtige aus dem Verkehr ziehen, die Rückkehrer aus dem Dschihad entweder in Haft zu nehmen, sie mit der Gefährderansprache auch gut zu überwachen. Ich denke, die Maßnahmen, die wir bisher gesetzt haben, haben uns einigermaßen eine gute Ausgangssituation verschafft. Nur die sogenannten Selbstradikalisierer, Situationen, dass Jugendliche sich radikalisieren, die noch gar nicht, oder Kinder eigentlich, die noch gar nicht strafmündig sind, stellen uns vor ganz neue Herausforderungen, die nicht alleine mit der polizeilichen Arbeit zu erledigen sind. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ganz, ganz notwendig, dass wir Maßnahmen auch uns überlegen, wie wir präventiv auch hier noch wirken können in der Frage der Videoüberwachung, in der Frage auch mit einer Telefonüberwachung, einer anlassbezogenen. Ich glaube, dass es verschiedenste Instrumente noch bedarf, die auch in anderen Staaten schon gegeben sind, die uns noch zusätzliche Mittel in die Hand geben sollen, um auch wirklich einen Terroranschlag bestmöglich zu verhindern. 100% Schutz gibt es nie. Das ist unsere Ausgangslage. Wir wissen, dass wieder einer stattfindet, aber wir wissen nicht, wann und wo. Wenn man sich die Kaskade ansieht, die in Europa in diesen letzten Monaten stattgefunden hat, dann könnte man auf der einen Seite sehr mulmig werden. Auf der anderen Seite haben wir eine sehr, sehr gute und stabile Lage und sehr viel Kenntnis, dass uns wieder auch die Sicherheit gibt, dass bestmöglich hier vorgekehrt wird. Zuletzt hat es geheißen, es hätte ein Attentat in der Wiener U-Bahn stattfinden können, sollen, sei geplant gewesen. Wie konkret hat sich dieser Verdacht erhärtet? Derzeit sind die Ermittlungen im Gang. Alle diese, auch vor allem die Kontakte, die diese Leute hatten, die telefonieren ja nicht mit einem Handy, nicht nur mit dem Handy, sondern hier werden alle technischen Möglichkeiten ausgelotet, vor allem auch die, die die Polizei derzeit gar nicht verfolgen kann, weil sie in sich geschlossene Informationskreisläufe sind, wie WhatsApp. Aus dieser Situation braucht es auch bei uns neue Instrumente. Die einzelnen Festnahmen, die bisher erfolgt sind, sind unter großer Bedachtnahme mit der Staatsanwaltschaft dann abgeklärt. Und in der Untersuchungshaft geht es jetzt darum, aufzuklären. Und ich denke, dass wir hier eine sehr gute Ausgangssituation haben, dass wir Bestmögliches verhindern. Weil das muss das Ziel sein. Da hat es diese Razzien gegeben, Wien und Graz. Wie viele von denen, die damals in U-Haft genommen worden sind, sitzen denn eigentlich noch? Die damals verhaftet sind, meines Wissens, sind alle noch in der U-Haft.